Und wenn Sie jetzt mal zurückgucken, ich meine, Sie sind seit etwa 20 Jahren da jetzt in diesem Business. Ja. Was hat sich verändert seitdem? Also. Oh, das hat sich schon sehr grundlegend verändert. Am Anfang war die blinde Euphorie, würde ich mal so sagen. Wahrscheinlich gab es in den 70er Jahren, 60er Jahren noch mehr. Gepaart mit wahrscheinlich fehlender Professionalität, was so Firmenstrukturen angeht und Geschäftsführung. Aber die waren natürlich total aufregend. Und es hatte auch eine gewisse Leichtigkeit im Verhältnis zwischen Label und Künstler. Und ich glaube, das ist der größte Unterschied heute. Es gibt natürlich diese unglaublich neuen Technologien. Alles ist jederzeit überall erreichbar, legal oder illegal. Damit muss man umgehen. Das ist, glaube ich, was so die technische, also die Erreichbarkeit in jeglicher Form ist auf jeden Fall großer Unterschied. Und dann eben halt auch, was ich schwierig finde, ist so das Verhältnis Künstler mit Label. Das war früher halt, früher gab es einen A&R, der hat den Künstler entdeckt und hat den betreut. Ja? Und das war fast schon so ein Mentorverhältnis, lange Zeit. Ja? Bis dann irgendwann der Künstler so groß war, dass es ihm wahrscheinlich egal war. Aber es war so man hat eine Symbiose gebildet und ist einen langen Weg zusammengegangen. Das ist heute gar nicht mehr so. Ja, das gibt es eigentlich nicht mehr. Ein Künstler, es wird entdeckt, vielleicht weil man an ein Songpotenzial glaubt. Ich weiß gar nicht mehr, wie oft noch an wirklich einen Künstler betrachtet wird. Hat er das Potenzial? Meistens sind es wirklich nur noch die Songs. Und ich glaube, die Künstler merken das und spüren das. Und das ist ganz interessant. Wir haben jetzt gerade, ein Projekt hatten, wo es um Nachwuchskünstler ging. Es ist erstaunt, wenn man mit denen redet, dann wie oft man dann heutzutage hört, dass sie sagen, ich will lieber kein Label-Deal, weil ich Angst davor habe, dass wenn ich unterschreibe, dass mein Ende ist. Weil es ganz oft ist, du kommst in die Maschinerie rein und wenn du nicht hochpoppst, ja, dann läufst du da aus. Aber man ist immer noch gebunden an die. Genau, und du bist immer noch gebunden. Gerade wenn du so als Newcomer irgendwo hinkommst, kriegst du natürlich im Grunde genommen auch die ganze, wie soll ich sagen, ganze Schärfe des Label-Deals ab, weil die großen Künstler pokern natürlich und da müssen auch die Labels bluten. Ja? Und auf der anderen Ebene habe ich mit großen Künstlern zu tun, wenn man mit denen redet, die diese großen langfristigen Deals, wo teilweise 5, 6 Alben-Deals gemacht worden sind und man hat gesagt, man geht diesen langen Weg, gibt es heute auch nicht. Also so, egal ob es Bands sind wie Robbie Williams oder in der Zukunft dann auch, oder Depeche Mode, die machen ein Album, das machen sie selber fertig, dann gehen sie zu den Labels, ja, und machen für dieses Album einen Vertriebsdeal. Ja. Sagen, ich mache alles selber, du darfst es vertreiben. Und das ist natürlich auch, was die Marge angeht, lange nicht so attraktiv und du hast halt auch keine Langfristigkeit. Ja? Also das ist, ich glaube, das Verhältnis Label-Künstler ist ein ganz, ganz gravierendes, weil wenn irgendwann mal die ganzen großen Umsatzbringer, sage ich mal, wegfallen, dann ist es schwer für so einen Major. Da muss ja irgendwo das Geld herkommen, um wieder junge Künstler aufzubauen. Wäre auch ein bisschen schade. Also ich sehe das eigentlich mit einem traurigen Auge, weil ich da groß geworden bin und weil ich glaube, dass es eigentlich auch extrem viel Gutes hat. Aber man muss sich schon vorwerfen lassen, dass wir da viel zu spät reagiert haben. Und braucht man die in Zukunft noch, diese großen Plattenfirmen? Also im Moment ist es so, gute Frage. Also, warum macht ein Künstler nicht einen Deal direkt mit Amazon oder mit iTunes, ja? Es gab ja einen riesen Alarm jetzt über das U2-Album, das dann auf einmal bei iTunes kostenlos hochgepoppt ist in jeder Mediathek oder in vielen Mediatheken. Das war meiner Meinung nach war das ein Test. Ja. Würde es gehen, nur mit Apple iTunes was zu machen? Ja? Und wie viel würden wir erreichen? Wie reagieren die Leute? Es kann ja zum Beispiel sein, also die Eagles haben das zum Beispiel bei der Reunion in Amerika gemacht. Die haben gesagt, wir machen kein Label-Deal. Die sind straight zu Walmart gegangen, Walmart oder Best Buy, ich glaube es war Walmart, und haben gesagt, gib uns eine Garantie auf, ja, wir sagen einfach, das letzte Album hat so und so viele Millionen in Amerika verkauft, gib uns eine Garantie, 3 Millionen mal US-Dollar, x US-Dollar, zahl uns das, dann kriegst du das Album, kannst damit machen, was du willst.
Und so ist das gelaufen, ja. Und dann hast du natürlich, in dem Fall hat Walmart darüber eine Marketingkampagne gemacht, Promotion, exklusiv bei uns, Reunion. Und die Band hat nicht ein Jahr darauf gewartet, um irgendwie eine Abrechnung vom Label zu bekommen, sondern hatte vorher das Geld. Und ich glaube schon, dass viele Leute darauf so ein bisschen gucken. Und was man nicht bekommt, und das ist halt die Labelstruktur, die haben, also die großen Labels funktionieren halt global, haben in den wichtigsten Ländern ihre Standorte, haben dort wiederum Netzwerke. Und wenn man natürlich auf Knopfdruck globale PR haben will, vorbereitete Marketing-PR-Kampagne, dann ist das Label schon immer noch eine einzigartige Struktur. Kannst du dir natürlich einzeln zusammensuchen, aber ist natürlich auch ganz schön aufwendig, auch in der Organisation. Und ich glaube, das ist im Moment auch neben dem vielleicht finanziellen Aspekt des Vorschusses und Cashflow zu bekommen, glaube ich, dass das eigentlich der Hauptgrund ist, warum die noch funktionieren. Dass da halt jemand dann noch sagt, komme ich zu dir. Und die Vertriebsstrukturen natürlich.